gewesen. Es sind super Videos, wie unten, da habe ich noch, wenn Sie es googeln, mit NASA, das ist ein Clip von NASA gewesen, oder einfach Earth Day 2020. Es gibt sehr schöne Aufnahmen, mal die Welt von oben zu sehen und etwas anderes als Corona zu hören, ist es sehr spannend. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, mal das anzusehen, auch wenn es nicht direkt mit Treibhausgasemissionen zu tun hat. Wenn es ein normales Jahr gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich viele Events dazu gegeben und vielleicht auch heute auch etwas dazu auch noch ja, deutlicher zu sehen gewesen. Zu unserem Thema heute. Was haben Sie gestern gegessen? Das wäre meine erste Frage. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das erst durchdiskutieren. Aber bitte machen Sie sich innerlich kurz eine Liste, welche Speise Sie gegessen haben, was da als Beilage waren, welches Material da vorhanden war, wie viel Sie ungefähr gegessen hatten. Können Sie nachher noch mal in Ruhe, aber überlegen Sie schon mal kurz, was habe ich gestern gegessen? Daraus können wir dann die CO2-Emissionen berechnen und dann kommen dann die Erläuterungen, warum es bei welchen Mahlzeiten so sein könnte. Hier habe ich erstmal was Typisches ausgesucht. Frühstück traditionell Müsli, dann ein Mittagessen, dann ein bisschen auf den Tisch gehauen und dann mit Steak und mit Beilagen, dann Abendessen ein Brotzeit. Man müsste eben so vorgehen, dass man quasi eine Speise benennt, dann die Materialien auflistet und die Menge so grob über Daumen. Man kann es auch selber richtig messen, wenn man das will, wie viel man dazu gegessen hat, was da dabei kam. Das hat zum Hintergrund, dass man durch eine Tabelle, die hier die Nummern, die habe ich hier für meine Excel-Tabelle erstellt, damit es dann automatisch die Zahlen raussucht. Es braucht eigentlich nicht sein, aber das ist eben, um praktisch zu sein, kann ich auch gerne die Excel-Tabelle später zur Verfügung stellen. Dann brauchen Sie nur hier diesen Teil eintragen, dann können Sie es berechnen. Dann kommt eben, das wird dann in so Kategorien einsortiert und jede Kategorie hat eine Emissionsfaktor, ist bestimmt, welcher Emissionsfaktor es hat. Dann habe ich hier noch die Transportwege definiert, wo der Herkunft dieser Produkte ist, regional, Inland, EU oder auch overseas, vom Ausland. Im Hintergrund ist so eine Tabelle, diese bunte Tabelle, die ich hier gezeigt habe, welches Getreidematerial hier liegt, wurde von einer Studie vom WWF 2012 berechnet für die durchschnittliche deutsche Produktionsweise, Methode, Herkunft, dass dann hier die CO2-Äquivalenten pro Gramm Frischmasse von dieser Produkt, von diesem Material, ja, durchgerechnet worden ist. Hier auch die PDF dazu, das ist eine Studie, ein Report, woraus hier so eine Tabelle kommt. Es ist nicht alle Daten von Deutschland, teilweise kommen die von England her, aber in generellen Rechnungsmaße, im Zustand, wie es in Deutschland vorkommt, ist es eigentlich relativ ja, über den Daumen gesehen eigentlich relativ gute Werte zeigen. Ich gehe aber nochmal später darauf ein, dass es eigentlich nicht nur einen Wert geben kann, sondern wirklich, dass eine Faustzahl für die Produkte sind. Dann anhand dieser Tabelle für das Müsli wird es so berechnet. Dann kommt das Steak, hier hatte ich Kartoffeln, Rind, Fleisch und Möhren und Brokkoli angegeben. Dann die Brotzeit mit ja, beim Weizen Mischbrot mit Roggen gegessen und dann mit Schinken und Käse. Hinten, das ist nicht die vollständige Tabelle, danach kommt noch Butter und so weiter. Dann ergibt diese Excel-Tabelle anhand der Emissionsdaten die Emission pro Tag für mein Essen heraus. Hier hatte ich mal die Produktion vom Essen und den Transportweg nochmal
mal separat aufgezeichnet. Das war mal eine Diskussion intern, wie viel die Flugmeilen, eben Food Miles, dazu beitragen könnten. Und es ist eigentlich daraus, aus den einfachen Berechnungen eigentlich rausgekommen, dass eigentlich auch sehr viel von der Produktion an sich dazu beiträgt für die großen Emissionen. Hier würde ich kurz eine Pause einlegen. Das war eigentlich das, was man anhand, kann ich gerne freigeben, diese Berechnungsbasis, wie man seine Mahlzeiten berechnen kann. Haben Sie hier für die kurze Berechnungsbasis erstmal, sind Sie mitgekommen? Haben Sie etwa welche Fragen? Genau, wenn jemand Fragen hat, dann gerne die Hand heben. Muss man vielleicht auch erstmal kurz sich anschauen. Genau, das sind dann, ja, ist erstmal vielleicht überwältigt von den Zahlen. Es ist eben, man kann das, die CO2-Emissionen hinter dem Essen anhand so einer Grafik oder Berechnungen erstmal darstellen. Ich gehe mal weiter. Sie können auch gerne zwischendurch oder auch dann ganz am Schluss noch die Fragen hier zu stellen. Hier fällt erstmal eben auf dieses Mittagessen, warum es so groß ist. Aber darauf komme ich auch noch mal später zurück. Sie ist hier dieses CO2-EQ, was steht? Steht für CO2-Äquivalent und wird berechnet anhand verschiedener Treibhausgase, die mit Kohlenstoffdioxid, eben CO2, verglichen werden. Es ist sehr interessant, dieses Lifetime, eben die Lebensdauer eines Gases, ist bei CO2 kann von 5 bis 200 Jahren variieren. Eben wenn die Pflanzen aufnehmen, ist es sehr schnell weg. Wenn es dann sonst ist, dann kann es sehr lange in der Atmosphäre bleiben. Hingegen sind Methan und N2O, Methan und Lachgase, haben eine längere Lebensdauer oder eine festere Lebensdauer mit 12 oder 112 Jahren. Und weil es eben CO2 ein sehr, eine der größten Treibhausgase als Effekte sind und eben diese Variabilität eben auch sehr groß ist, wird es anhand von CO2 berechnet, wie viel die CO2-Äquivalente sind. Also es gibt verschiedene Zeitspannen, 20 Jahre, 100 Jahre oder 500 Jahre, weil es eben unterschiedliche Lebenszyklen sind und nach 20 Jahren hier von dem Methan ein Großteil dann schon verbraucht ist oder so. Und je länger es wird, je länger die Zeitspanne, desto kleiner wird der Abstand von CO2 zu Methan. Es wird normalerweise dieses Jahrhundert genommen, als Vergleich, weil man kann für alle Jahre vergleichen, aber man nimmt standardmäßig dieses Jahrhundert als CO2-Äquivalente und berechnet, dass ein Molekül von Methan das heißt ein Gramm von ein Gramm von Methan 28 Mal so hoch ist wie CO2 Gas pro Gramm. Und N2O ist dann eben noch höher. Es gibt noch höhere Gase wie diese Frongase, aber die sind eigentlich in der Menge mäßig nicht so die ausschlaggebenden, sondern diese drei Gase sind die für die Berechnungen sehr ausschlaggebend sind. Diese werden mit direkter Emissionen und indirekter Emissionen nochmal berechnet. Das heißt, eine direkte Emissionen, die bei der Produktion oder bei diesen Verfahren direkt hervortritt. Das sind dann die zwei, drei Gase, CO2, Lachgas und Methan. Und dazu gibt es noch die indirekte Emissionen. Das heißt, was hätte geschehen, wenn es diese Produktion nicht gegeben hätte? Und dieses fällt nur bei CO2 an, weil es durch Landnutzungsänderungen eine langfristige Änderung gibt, die nicht direkt in dieser Produktionsperiode direkt emittiert wird, aber langfristig eine Auswirkung hat, dass diese Methanemission sich ändert. Da gab es eine Frage. Ähm,
nicht in meinen Chat gucken oder kommen kann. Soweit gibt es keine Fragen. Ach so, ja, okay. Das war, hat irgendwas aufblinken sehen. Ja. Ja, besonders bei diesen indirekten Emissionen, was man sich gut vorstellen kann, sind dann die Wald, die Abholzung der Wälder, dass dann eben nicht diese Wälder den CO2 binden können und dafür eben eine Rinderzucht oder landwirtschaftliche Betriebe sind, die nicht so viel CO2 binden können. Das ist eine der größten indirekten Emissionen. Bei der ganzen CO2-Emissionen von dieser Tabelle von WWF sind eigentlich diese ganzen Transportwege oder die Produktion, die Verpackung und so weiter auch mit einbezogen. In diesem WWF ist eigentlich nicht ganz so diese detaillierten Auflistungen, sondern eher die Produkte an sich gewesen, so wie Weizenmehl, nur bis dahin nicht diese Verarbeitung vom Weizenmehl zum Brot. Aber es sind eigentlich normalerweise eigentlich diese ganzen Produktionswege von der Produktion zum Vertreiber und Transport und zum Geschäft und zum Konsum bis zum Wegschmeißen. Dieses ganze Zyklus muss berechnet werden, um dann diese Treibhausgasemissionen hier, es kann man auch für andere Faktoren berechnen, aber zu berechnen. Mein Fokus liegt hier bei der Produktion. Es ist auch ein Grund, weil es auch wirklich eine der größten Emissionsquellen bei der Ernährung sind. Bei den Emissionen meine ich von dem Boden und dabei werden das öfters so als Flachs oder Bündel berechnet oder Fluss. Weil es nicht, Emissionen sind Außenboden und es können auch Treibhausgase aufgenommen werden. CO2 ist ein gutes Beispiel, dass, wenn man denkt, die Pflanzen nehmen was auf, dann ist in diesem Zeitspanne eigentlich eine Aufnahme der Treibhausgase eben von dem CO2, welches dann wieder freigegeben wird, wenn die Pflanzen versetzt werden. Da muss man immer in diesem Loop in diesem Bündel denken, dass immer was rein und raus geht. Das ist auch das Spannende dabei. Es wird sehr primitiv so gemessen. Man stülpt einen Eimer darauf. Man kann es ein bisschen noch komplizierter sehen, aber es ist eigentlich ein Eimer, wo man die Luft in diesem Eimer entnimmt. Es gibt verschiedene Typen von Eimer. Hier ein Beispiel, wo eine Reispflanze mit einbezogen wird. Oder auch automatische Hauben, dieses liegt in der Uckermark vom Zalf, wo ich arbeite, wo dann jede Stunde eine dieser Hauben reihum zugeht. Hier können Sie sich vorstellen, dass solche manuellen Entnahmen sehr arbeitsaufwendig sind. Und hier bei diesen automatischen, das kann dann natürlich nur sehr intensiv messen. Natürlich, das ist eine sehr große Anlage und die ist nicht beweglich und deshalb kann man nur von diesem Punkt dann die Messungen durchführen. Es gibt noch andere Methoden, die dann klimatisch hier zwischen diesen Zacken misst man den Luftzug, die Bewegung der Gase quasi und man misst, wie viel dann in diesem kleinen Zeitdistanz die Flüsse nach oben gehen oder nach unten. Da gibt es eine Berechnungsweise, um diese Emissionen zu die Fläche dann zu berechnen. Bei Tieren, die auch Gase emittieren, kriegen sie so eine Nasen rübergestülpt. Das sieht jetzt viel besser als früher. Das ist eine der neuesten Aufnahmen von August von Kiel. Früher hatten die wirklich einen Gasrucksack auf und um die Nüstern herum eben wo man Gase sammelt, die eigentlich dann auch sehr viel stressvoll für die Tiere waren. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus, die können im Freien sich bewegen und es ist eigentlich nicht ganz so nervig für die Tiere. Tierische Produkte sind eine der größten Emittierungsursachen. Ich gehe mal kurz nochmal zurück zu dem Mittagessen.
Hier sehen Sie auch deutlich, dass hier das Mittagessen so heraussteht. Und dieses eine ist die Emissionen von dem Fleisch hier von der Tabelle. Ich hoffe, Sie sehen das. Es ist nicht zu klein für Sie. Es sind eben sehr große Werte bei der Fleischproduktion. Und jetzt nochmal bei den Tieren. Die Emissionen, diese großen Emissionen, treten vorwiegend bei der Produktion und durch die Landnutzungs- und Landnutzungsänderungen an. Die Landnutzungsänderungen sind das Grüne und die Produktion ist das Orangene und das andere ist Verpackung, Handel, Verarbeitung, was eigentlich einen kleineren Teil an der ganzen Emission hat. Der Grund, warum diese tierischen Produkte so intensiv sind, ist erstmal, dass sie etwas verarbeiten, was wir direkt verwerten können. Das heißt, und es lange dauert, bis man die Produkte der tierischen Produkte dann auch als menschliche Nahrung benutzen kann. Bei den Kühen ist es dann 15 bis 16 Monate, bei Schweinen 8 Monate und bei Hühnern 6 Monate oder sogar noch kürzer. Die ganzen Zahlen können Sie überspringen. Das Wichtige hier ist die Verwertungseffizienz, hier bei den Proteinen oder bei den Kalorien. Das heißt, um ein Kilo Fleisch, das heißt andersrum, um 100 Kilogramm Weizen oder andere Nahrungsmittelkalorien braucht man, um davon wird es dann 3% Fleisch. Das heißt, 100 Kilogramm Weizen wird 3 Kilogramm Fleisch. Bei der Milch wird es ein bisschen besser, das heißt dann 40% ist die Verwertungslage. Das kann man sich dann hier schon vorstellen, dass eben dann hier die Fütterung der Tiere sehr intensiv ist, und die ganze Produktion für diese Fütter wird auch für die Fleischproduktion angerechnet. Deshalb ist die Emissionsrate bei den Tieren ebenso hoch. Bei den Schweinen ist es 10%, bei den Kalorien und bei den Hühnern 12%, bei den Eiern 22%. Man kann sich erstmal schon vorstellen, dass die tierische Nahrungsherstellung sehr CO2-intensiv ist. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es von den Kosten her oder von den Arbeitsaufwand her und von den Tierwohl. Es gibt viele Aspekte dabei. Hier, wenn wir uns nur auf den CO2 konzentrieren, ist es allein diese Effizienz der Kalorienverwertungsbasis eine der größten Ursachen für die Emissionen. Jetzt kommen wir zu den Produktionsbasis, eben von den nicht tierischen, sondern für den pflanzlichen Teil und erst bei den CO2 zu CO2, Kohlendioxid. Hier ein Beispiel, wie die Emissionen bei der Produktion auftreten können, auch mit dem Life Cycle Assessment bis hin zum Verbraucher. Und hier sehen Sie erstmal konventionellen Anbau und einen Öko-Biobetrieb als für eine Weizenproduktion. Dann sieht man erstmal sehr groß, dass hier der Anteil von chemischen Düngern sehr groß ist, hier bei den organischen Düngern ein bisschen weniger. Dann ein großer Anteil bei den Maschineneinsätzen auf dem Hof. Hier ist der organische Betrieb etwas höher. N2O-Emissionen bei beiden relativ viel, dazu komme ich später noch dazu. Dann sind hier die die Transportwege in verschiedenen Kilometern aufgezeichnet, das heißt 420 Kilometer versus 2000 Kilometer. Was dann bedeutet, dass dann etwas so aussehen könnte. Das heißt, bei der Produktion an sich ist der konventionelle bei dieser Berechnung höher bei der Emission. Wenn er aber lokal vermarktet wird oder verbraucht wird, ist er in der gesamten Emission niedriger. Wenn die Bioprodukte, die an sich bei der Produktion niedriger sind, einen längeren Transportweg haben, kann es diese CO2-Aspekte dann umkehren. Das heißt, man muss immer insgesamt denken, wie ist die Produktion, wo ist es, wie lang ist der Transport und wie wird es dann gebraucht, vermarktet, verwertet. Dann zum Boden an sich ist CO2 ein sehr interessantes Phänomen, dass Boden immer ein Gleichgewicht hat.
Das ist der Grund, warum diese indirekte Emission separat aufgelistet ist. Die direkte Emission war CO2, N2O und Methan. Und indirekte Emission gab es nur den CO2. Das heißt, CO2 hat einen Sonderstatus wegen diesem Boden. Das heißt, ein Boden hat einen konstanten Wert, einen stabilen Wert, wenn es eine gleiche Bewirtschaftungsmethode, eine Landnutzungsmethode, sei es Wald, sei es Acker, hat. Sobald sich aber etwas ändert, eine Bearbeitung, eine Kultur sich ändert, dann verändert sich das, bis es einen nächsten Gleichgewichtszustand findet. Am einfachsten ist es für sich vorzustellen, wenn ein Wald zum Acker wird, wird dieser Boden CO2-Speicher weniger, bis es im Acker ein Gleichgewicht wiederfindet. Und dann, wenn sich die Ackerbaumaßnahmen sich wieder ändern, zum Beispiel reduzierte Bodenbearbeitung, eben kein Pflug oder mehr organischer Dünger, dann kann sich das wieder ändern, bis es dann wieder ein Gleichgewicht findet. Und diese Landnutzungsänderung ist sehr kompliziert, dauert mindestens 20 Jahre oder kann auch mehr, bei manchen Böden auch länger dauern, dass es einen Sonderstatus für die Berechnung hat und meistens aber dann auch ausgelassen wird, weil man das nicht so absehen kann, nicht schwer zu berechnen ist. Das heißt, eine kurze Zusammenfassung, Take-Home-Message wäre dann, eben CO2-Emissionen von Lebensmitteln entsteht durch die Herstellung der Materialien, das heißt Dünger oder Pestizide oder maschinellen Bewirtschaftungseinsatz und Transport plus Zubereitung. Und durch die Landnutzungsänderung kann der Boden Kohlenstoff speichern oder abbauen. So, und was können wir dann als Verbraucher tun? Auf was sollen wir achten? Das wäre dann erstmal zu sehen, wo kommt es her? Je weiter, desto mehr CO2 ist erstmal eine Regel. Und dann, wie wird es angebaut? Wechsel vom Wald auf Acker. Das kann man den Produkten nicht ansehen, aber zum Beispiel Rindfleisch von den Tropen ist eigentlich fast sicher, dass es dann eben von Abholzung vom Regenwald kommt. Müsste man dann auch nochmal weiter nachhaken, aber es ist erstmal ein Indiz. Dann, Bioprodukte sind generell bodenfreundlicher, was aber auch abhängig von Produktivität und Ertrag ist. Und was man auch nicht so generell sagen kann, was aber im Allgemeinen stimmt. Das wäre dann, und wenn es dann, es gibt bei manchen Produkten so CO2-Labels, wenn die noch ein bisschen mehr in Umlauf kommen, könnte man da sich auch mehr als einen Anhaltspunkt bilden. Aber generell ist die Entscheidungsgrundlage für CO2 etwa so. Dann zu Lachgas, N2O-Emissionen. Das ist von Stickstoff. Und hier ist es sehr markant, dass der Mensch und besonders die Landwirtschaft den größten Einfluss hat. Hier ein Beispiel, woher die Emissionen weltweit kommen. Hier das schwarze Teil ist von den natürlichen Emissionen und hier die bunten von den menschlichen. Und etwa 80% der Emissionen von menschlichen Aktivitäten kommt von der Landwirtschaft und nicht von der Industrie. Das heißt, Stickstoff ist eine Sache der Landwirtschaft. Und dabei ist auch die ganze Emissionslage für N2O verantwortlich, was von unseren Nahrungsmitteln. N2O ist auch ein biologisches Produkt oder es entsteht doch durch biologische Prozesse. Eine ist eine Nitrifikation, wo das Ammonium zum Nitrat wird, wobei N2O als Nebenprodukt auftreten kann. Dann wird Nitrat zu Stickstoffgas denitrifiziert und dabei ist es ein Zwischenprodukt. Und daher, hier kann man schon sehen, dass es dann zufällig hier passiert, aber Denitrifikation eine der Zwischenprodukte ist und auch die Menge bei der Denitrifikation auch mehr sein kann. Es ist aber so, dass N2O auch zu N2 werden kann und dann ist es wieder harmlos. Und so ist es eine sehr, und das machen Mikrobien. Und das macht das alles sehr, sehr kompliziert, weil den kann man nicht steuern. Die sind irgendwo und auch
nicht, die Konditionen sind mal so und man es ist sehr schwer, sie zu irgendwie in den Griff zu bekommen. Momentan wird etwa so kalkuliert, dass etwa 1% der Dünger zu N2O wird. Und durch die Nitrifikationshemmung, dass eben Ammonia, der Dünger Ammonium bleibt und nicht zu Nitrat wird, dann, und die Pflanzen können auch Ammonium aufnehmen, dass dadurch hier die ganze Zyklus gehemmt wird und N2O weniger wird. Ist aber auch kostenspielig und momentan ist es eher, kann man eigentlich nur durch die Menge der in diesem Stickstoffkreislauf durchfließende Stickstoffmenge zu reduzieren, ist die einzige Möglichkeit, um N2O-Emissionen zu reduzieren. Das heißt hier, kurze Take-Home-Message, N2O-Emissionen schon im Boden entsteht durch Nitrifikation, Nebenprodukt und Denitrifikation ist es ein Zwischenprodukt. Und je mehr Stickstoff im Boden eingearbeitet wird, desto mehr N2O-Emissionen entsteht. Nur wenig Steuerungsmöglichkeit existiert hier. So, wie viel, was können wir als Verbraucher tun? Das wäre dann zu wissen, wie viel gedüngt wird. Das wissen wir nicht, was im Produkt gedüngt wird. Aber generell ist hier wieder, dass Bioprodukte weniger N2O-Emissionen haben, weil eben der ökologische Landbau einen geschlossenen Stickstoffkreislauf hat. Allerdings ist es von Erträgen abhängig. Wenn der Betrieb niedrigen Ertrag hat, dann wird die Emission pro Produkt auch wieder höher. Deshalb, da gibt es eine große Diskussion. Das heißt, gute Bioprodukte von einem produktiven Betrieb sind besser, aber ansonsten kann man sich darüber streiten. Zum Schluss dann zum Methan. Und hier auch nochmal die globale Emissionsanteile. Das heißt, im ganzen globalen ist etwa, hier ist es Zink, ist eben die Senke und der gelbe und rote Teil ist die Emissionsquellen. Und soweit könnte man sagen, eigentlich ist es relativ ausgewogen. Nur allerdings ist es ein bisschen größer, der Emissionsteil im Vergleich zu dem Senke, dass dann hier eine Anreicherung stattfindet. Und die natürlichen Emissionen gibt es im etwa ein Viertel oder die Hälfte von den Emissionen sind natürlich. Dann etwa die Hälfte davon sind menschenbedingt, davon auch ein relativ großer Teil durch fossile Energien, aber auch ein sehr großer Teil, etwa hier ein zwei Drittel durch landwirtschaftliche Produktion. Die erste, hier kommt erstmal die Wiederkäuer, dann die dieser Teil ist eigentlich nicht Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und dann die Reisproduktion. Die Emission im Reis geschieht durch, hier ist es auch wieder so, dass es Mikrobien es tun. Sie zersetzen organische Substanz zu Methan. Das sieht sehr kompliziert aus, aber es ist nur wichtig, dass hier die organische Substanz zum Methan wird. Und dadurch, dass es eben Nassreis im anaeroben Zustand versetzt wird, wird es nicht zu CO2, sondern mehr vorwiegend zu Methan. 90% der Gasemissionen geht durch die Pflanze durch und ein kleiner Teil, etwa 10%, geht durch Luftblasen durch den Boden. Das heißt, wenn man nicht den Reis im Nassreisanbau anbaut, sondern weniger Wasser, den Wasserverbrauch reduziert, hier wie in diesem Beispiel, das war eine von meiner Studien, wo ich dann unterschiedliche Bewässerungsregime ausprobiert hat, dann kann man drastisch den Methananteil reduzieren, ohne einen großen Einbußen von Erträgen zu einzubüßen zu müssen. Bei den Tieren machen das auch Mikrobien. Im Bauch, in den Pansen, die Wiederkäuer haben vier Pansen, wovon in einem dann die Zellulosen, vor allem Zellulosen, Materialien zu
Methan verarbeitet werden. Das heißt, es sind wieder Mikrobien. Mikrobien sind schwer zu steuern. Und man kann bei den Kühen oder eben bei den Wiederkäuern nur durch Futter, Arten, Mengen oder auch von den Zahlen der Tiere eigentlich die Methanemissionen steuern. Wiederkäuer sind nicht nur Kühe, sondern zum Beispiel auch Kamele, Ziegen, Schafe, Hirsche und auch Giraffen. Wenn der Zoo wieder frei ist, könnte man auch die Giraffen beobachten. Das heißt, die müssen die Sachen wieder kauen. Das heißt, alles, was im Bauch einmal drin ist, wird nochmal im Mund nochmal durchgekaut. Dieses Essen geht wieder durch den Hals zum Mund. Und bei den Giraffen kann man das auch manchmal beobachten, wie so ein Kloß von unten vom Bauch durch den langen Hals wieder zum Mund wandert. Das muss man sehr gut beobachten, aber das kann man auch mal sehen. Also dieser ganze Prozess, der ist aber auch eben einer der methanintensiven Variationen. Das heißt, bei den Tieren, bei den tierischen Produkten kommt, oder bei den Rindern kommt noch dazu, Rindern, Schafen, Ziegen, dass eben neben den niedrigen Effizienz der Produktion noch diese starke Emissionsursache von Methan hinzukommt. So, wieder Take-Home-Message. Methanemission entsteht durch anaerobe Zersetzung von organischen Substanzen. Emissionen aus Nassreisanbau und Wiederkäuern sind die Hauptquellen. Produkte aus Nassreis oder Wiederkäuern sind methanintensiv, haben höhere Emissionen als Getreide, sonstige Getreide, Weizen oder Gerste, Roggen. Dann müsste man noch gucken, wie es produziert wurde. Zum Beispiel bei Methan könnte man reduzierten Nassreisanbau durchführen. Und bei Tieren ist es, die Nutzung von Gras ist eine Quelle von erhöhten Methanproduktion. Ist aber auch im Widerspruch zu dem Tierwohl und auch wozu die Tiere eigentlich da sind. Eben sie können was verwerten, was die Menschen nicht verwerten können, eben Gras. Und eben weniger Gras, eben mehr Kraftfutter ist von Methanemissionssicht besser, aber von der Tierwohl- und Verwertungseffizienz von oder Nutzung von Grasflächen eigentlich auch wieder ein Widerspruch. Da muss man auch wieder abwägen, wo eigentlich die Emissionen herrühren. Aber es ist ein Indiz, woher die Methanquellen sind. So, zum Schluss eine Zusammenfassung. Wollte Ihnen durch diese Präsentation zeigen, dass Treibhausgasemissionen von Lebensmitteln hauptsächlich von Emissionen im Feld und im Transport abhängt. Dann, dass der Reduzierung von tierischen Lebensmitteln die Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Und dann die Emissionen je nach Anbaumaßnahmen eigentlich sehr unterschiedlich sind. Und hier gibt es die Möglichkeit, nicht die Menge an den Verzehr von den Lebensmitteln zu ändern, sondern auch von den Emissionen von der Anbaubasis her zu verändern. Und das ist wieder ein Zeichen, dass diese Tabelle von WWF, das ist eine sehr gute Faustzahl über den Daumen, um zu sehen, wie viel ist es ungefähr. Aber diese können eigentlich sehr variabel sein, je nach Anbaumethoden. Und Hintergrundemissionen, welche Landnutzungsänderungen stehen dahinter oder welche Ertragshöhe ist dahinter. Kann sehr variabel sein. Und dann aber auch noch ein Punkt, worauf bei den Lebensmitteln besonders noch zu achten ist, dass die Lebensmittelreste bzw. Abfall eine zusätzliche unnötige Belastung auf die Umwelt sind. Es ist die neueste Studie von WWF 2015 und 2019 zeigen, dass 20% im Privathaushalt und 35% in Außerhaus-Gastronomien als Abfall anfällt. Und wenn man dann eben in Anbau von meinem Hintergrund her
Emissionen im Boden oder von den Mikroorganismen erforscht und die versucht zu reduzieren, dann aber die Lebensmittel dann auch hier weggeschmissen werden, hat eben wenig Sinn. Man müsste es wirklich im Zyklus denken, wo entstehen die Sachen und das auch im ganzen Lebenslauf auch effizient zu benutzen. So, hier wäre ich dann am Ende meiner Präsentation.